Ich habe schon lange kein Video mehr gedreht, was ich nicht direkt in die Reserve gepackt habe. Ich drehe ja meine Videos vor. Wir sind also heute so im Hier und Jetzt. Ich möchte euch nämlich ein Produkt vorstellen, wo es einfach gar keinen Sinn macht, wenn ich das erst in 2 Wochen vorstelle, weil es eben eine LE ist. Ich stelle euch heute die Sundrops vor von Sanozon und wie ich mit dem Produkt zurechtkomme oder bis jetzt zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir befinden uns am heutigen Tag tatsächlich. Ich habe mich gerade entschieden, das Video direkt hochzuladen, denn das ist ein LE-Produkt und es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt noch mal 2 Wochen warte, habe ungefähr so 2 Wochen Videos vorgedreht und ihr das Produkt dann gar nicht mehr bekommt. Das hier ist ein Sonnenschutzprodukt der Marke Sanozon und Sanozon bekommt man bei Rossmann. Und ich habe heute direkt wirklich richtig viel zum Produkt zu sagen. Die Jojo wollte beispielsweise, dass ich zukünftig Produktswatches mache. Das werde ich mit einbauen. Da auch noch wirklich herzlichen Dank diesbezüglich. Wenn euch Dinge fehlen in meinen Videos, dann schreibt es gerne immer unten in die Kommentare, dass ich das ändern kann beispielsweise. Das ist mal wirklich ein richtig nicer Kritikpunkt gewesen, der ja auch Sinn macht. Sprechen wir über dieses Produkt her. Ich spreche ja häufig über das Thema Sonnenschutz und wie wichtig das ist. Und dass Sonnenschutz eben auch nicht nur das, diese Zahl hier vorne drauf symbolisiert, weil mir geht es hauptsächlich auch um den UVA-Schutz, nicht nur um den UVB-Schutz. Die Zahl symbolisiert den UVB-Schutz. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Natürlich verwende ich nicht so gerne dann Produkte, die eben eine geringere Menge an UVA-Schutz enthalten. Also ich greife meistens immer gerne zu 50ern oder zu 50-Plus-Produkten. Und da ist natürlich 30 nicht ganz so gut, weil man geht von einem UVA-Schutz, man rechnet dann durch 3, von ungefähr 10 aus. Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der vielleicht auch nicht die exakte Menge aufs Gesicht aufträgt. Von diesem Produkt nehme ich 2 bis 3 Pipetten. Ich komme eigentlich ganz gut mit der Pipette zurecht und ich finde auch dieses Milchglasfläschchen, nee, Milchglas ist es jetzt nicht, das ist halt ein bisschen drüber, finde ich ganz, ganz hübsch. Also es hat mich total angesprochen. Das ist tatsächlich ein Produkt, weil es eben ein LE-Produkt ist. Das kriegt ihr nicht im Online-Shop. Das ist natürlich für Leute wie mich, die hier direkt am Bodensee keinen einzigen Rossmann haben. Also der nächste ist bei Lindau oder dann bei Tettnang oder bei Ravensburg. Das ist natürlich blöd, weil ich komme nicht regelmäßig zu so Filialen und bin jetzt deswegen extra auf jeden Fall mal in die Filiale gegangen, weil ich noch andere Sachen brauchte. Das hier ist parfümiert. Ich dachte schon beim Kauf, oje, also ich merke, wie ich immer sensibler bezüglich Duftstoffen bin und wie ich das halt einfach auch spüre. Gleichzeitig soll hier eben auch Mika enthalten sein. Dann dachte ich auch so ein bisschen. Also mir Highlights ins Gesicht setzen möchte ich natürlich auch nicht, weil ich eben eher jemand bin, der eine fettige Haut hat, der größere Poren hat. Und das möchtest du natürlich nicht auch noch, da möchtest du nicht auch noch zusätzlich Akzente setzen. Den Preis weiß ich hierzu leider nicht mehr auswendig. Ich glaube, es hat um die 4 Euro gekostet, vielleicht sogar 6. Ich habe mehrere Sachen gekauft. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Und ich habe den Kassenzettel einfach nicht mehr. Diese Vitamin C-Sache ist eine tolle Sache und anfänglich dachte ich, Vitamin C pusht ja den SPF auch, also muss es eigentlich auch ein cooles Produkt sein. Aber hier ist ein Derivat enthalten, zum einen und zum anderen ist es erst nach dem Parfüm enthalten. Also ihr wisst ja, die Inkilist, die geht so, ich blende die euch jetzt mal ein und erzähle ein bisschen was drüber. Das Produkt, was am allermeisten enthalten ist, steht ganz oben und das, was am allerwenigsten enthalten ist, steht ganz unten. Parfüm
ist jetzt ein Sammelbegriff, ne? Und wenn was mild parfümiert ist, also es sind deklarationspflichtige Duftstoffe, die eben Allergien etc. auslösen können. Und Parfüm ist meistens in einer recht geringen Menge enthalten und das steht schon recht weit unten und das Derivat kommt danach. Also es ist nicht viel enthalten, also ist diese Vitamin C-Sache auf dem Produkt wieder reines Marketing. Fragt mich nicht, also es ist drin, aber der Effekt ist fraglich, sagen wir es mal so. Fragt mich nicht, warum das die Kosmetikindustrie immer macht. Die Kosmetikindustrie möchte gar nicht leicht verständlich sein, dass eben Menschen das abkaufen und eben ihre Fehler auch machen. Dann lädt so ein Produkt, ob das jetzt ein Serum ist, also in dieser Drop-Version, oder eine Creme ist. Sowas darf nicht gemischt werden. Sowas lädt natürlich ein, dass man es in die Creme mischt. Und dann brecht ihr natürlich auch den Sonnenschutz auf. Das dürft ihr nicht. Das wird als letztes aufgetragen. Wir tun so, als wäre das eine Creme, die man eh als letztes aufträgt. Und das auch als letztes auftragen. Und schon gar nicht mit irgendwas mischen. Also die Gefahr besteht schon, dass man denkt, ah, ich tue mal ein bisschen was in meine Creme rein und trage mir das auf, dann mache ich es mir leichter. Du trägst alles auf, was du auftragen möchtest und der Sonnenschutz, in dem Fall diese Drops, kommen zum Schluss. Die Form ist natürlich echt mega witzig irgendwie. Also ich komme auch mit der Konsistenz und der Haptik, sagt man das so? Könnt ihr mir auch unten in die Kommentare schreiben, komme ich echt gut klar. Also ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und lustigerweise, der Konsumkaiser hat ein bisschen was drüber geschrieben, ich werde euch mal unten die Review verlinken. Und der schreibt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass jemand mit fettiger Haut mit dem Produkt zurechtkommt. Ich komme zu 100% damit zurecht. Ich pimp die Sache, weil ich gerade von Balea diese Niacinamid-Tagescreme teste, pimp das mit der Niacinamid-Tagescreme, nicht falsch verstehen. Ich mische das nicht, sondern ich trage die Creme auf und dann trage ich das auf. Weil ich einfach weiß, das ist vom SPF her nicht ganz so hoch. Es sind gute Sonnenschutzfilter enthalten, da ist nicht dran zu meckern, aber ich frage mich, warum da Mica drin ist. Denn von dem Mica siehst du einfach nichts. Du schimmerst nicht. Also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Also auch jemand mit fettiger Haut kann das Produkt tragen und ich habe eine weniger schmierige Haut und ich habe sie jetzt auch wieder drauf, als wenn ich irgendwie eine Creme verwende. Also da funktionieren die echt gut. Fakt ist aber, durch das, dass du 2 bis 3 Pipetten verwendest, je nachdem wie gut die Pipette funktioniert, man geht ungefähr von einem Teelöffel Produkt aus, das du auf einmal auftragen musst, um diesen Schutz zu haben. Da ist das Produkt sehr schnell leer. Man hat nur 30 Milliliter, also viel rummachen kannst du mit dem Produkt nicht. Es ist für die jetzige Zeit für mich perfekt. Aber wenn ich in die pralle Sonne gehe oder einen längeren Tag draußen mich aufhalte, dann würde ich die nicht verwenden. Da sind sie mir schlicht und ergreifend zu wenig, weil ich trage ja eben den Sonnenschutz auch wegen dem Slow-Aging-Effekt auf, um eben meine Haut vor Alterung so ein bisschen zu schützen. Weil Sonne, UVA-Strahlung macht halt eben auch alt. Und wenn man dann eh nur einen Schutz von 10 hat, also ihr wisst ja, diese durch 3 Rechnung, dann ist es natürlich schade. Die Duftstoffe merke ich auf der Haut. Die merke ich zu 100%. Ne? Also ich habe so einen richtigen Cooling-Effekt. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand richtig empfindliche und trockene Haut hat, dann wird er damit Probleme haben. Dann wird er damit überhaupt keinen Spaß haben. Ne? Also bei mir geht's, ich merke aber diesen ganz komischen Cooling-Effekt, wenn in Produkten Duftstoffe drin ist, also Duftstoffe enthalten sind, dann merke ich das auf jeden Fall.
Das Produkt kann ich mir so oder so nicht mehr nachkaufen, weil es eben limitiert ist und ich würde es mir auch nicht nachkaufen. Also da gibt es für mich, was den Schutz betrifft, einfach bessere Sachen. Aber ich finde es ganz lustig, mal sowas ausprobiert zu haben. Kennst du die Sundrops? Hast du die ausprobiert? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!